Hans Engeler ist Historiker, unter anderem Politikwissenschaftler, aber auch Informatiker. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung PB Broker, ist offensichtlich bei der Unterstützung der Beschaffungsprozesse unterwegs, also einem sehr verwandten Gebiet. Und er wird uns die elektronische Beschaffung von Losen und Minitender als ein Teilaspekt oder ein Teilprozess in einem gesamten Beschaffungsprozess darlegen, wie hier die Digitalisierung hilft, mit dem Problem fertig zu werden. Ich darf ihm übergeben. Vielen Dank. Jetzt hoffe ich, dass Sie mich hören. Ja, das klappt, dann ist es gut. Also ich freue mich, hier zu sein. Ich gehe etwas in die tieferen Ebenen mit meinem Referat. Ich gehe auch in die Prozesse, aber die Prozesse, wie sie elektronisch umgesetzt werden in einem System. Ich komme aus einer Firma, welche eine Lösung hat in der Vergabe, aber es ist nicht mein Ziel, hier eine Werbung zu machen. Ich möchte es eigentlich auf einer allgemeineren Ebene haben, so wie es auch andere Tools dann lösen können. Das Thema ist letztlich Lose und Minitender, etwas, was ich in vielen Gesprächen bei Kunden erlebt habe, dass da ein Bedürfnis ist, dass man eine Umsetzung hat. So. Kurz, wie ich den Ablauf mir gedacht habe. Zunächst einmal werde ich auf den Kernprozess gehen. Und der Kernprozess, den durchläuft eigentlich von mir aus gesehen jedes Tool oder sonst bildet es sie das Tool die Vergabe nicht korrekt ab. Dann werde ich auf diese beiden Verfahren, ich fliege immer wieder raus, ist das korrekt? Ist gut? Okay. Auf Lose und auf die Minitender werde ich die Spezialitäten anschauen und zeigen, was gebaut werden muss, dass man das umsetzen kann. Ich werde ein Fazit ziehen, weil das Spannende ist, besonders bei den Minitendern, wie das umgesetzt wird dann im Alltag. Und es wird dann eben nicht immer gleich umgesetzt. Aber ich bin kein Jurist, ich werde es nicht werten, ich werde es nur erzählen. Und dann möchte ich einen Ausblick machen, wohin läuft die Digitalisierung im Vergabemanagement, was für Träume gibt es, die wir haben, die wir sehen möchten. Warum überhaupt elektronisch beschaffen? Es ist erstaunlich, wie viele Beschaffungen auf Papier oder auf Excel laufen. Für mich ist Excel keine Digitalisierung, auch wenn es digital ist. Unter Digitalisierung für eines Beschaffungsprozesses verstehe ich, dass wir im Netz drin sind, dass die Daten dort direkt übertragen werden und nicht, dass irgendwie USB-Sticks oder sonstige Sachen geschickt werden. Die Kommunikation kann beschleunigt werden und im neuen Web ist das auch berücksichtigt. Da werden sogar Fristen gekürzt, wenn man ein elektronisches Verfahren führt. Also ist das eigentlich ein Anreiz, das zu nutzen. Dann können wir die Vergleichbarkeit der Angebote erhöhen, indem dass wir eine definierte Struktur vorgegeben haben. Die Leute tragen die Daten elektronisch ein, in der Struktur, wie wir es vorgegeben haben, und damit können wir Vergleiche machen. Früher war es so, hat ein Anbieter ein Mäppchen mit drei Seiten sein Angebot gemacht und der andere hatte fünf Bundesordner. Habe ich selbst bei einem Projekt in der SBB erlebt, wo die Dicke der Dossier sehr, sehr unterschiedlich war. Und das zu beurteilen und dann einen sauberen Vergabeentscheid zu machen, das war nicht ganz einfach. Auch hatte man damals kein Tool benutzt, außer eben Excel. Gut, Entscheidprozesse. Ein wichtiger Punkt ist ja auch, dass man Entscheidprozesse nachträglich nachweisen kann. Wir haben das heute früh auch im Speech gehört gehabt. Es geht eigentlich um die Nachvollziehbarkeit. Wenn ich es in einem elektronischen System mache, kann ich die Zwischenschritte auch abspeichern und kann damit eine ganze Entscheidsstruktur zeigen. Dies ist in einem Rekursfall sicher sehr hilfreich. Die Bundesordnergeschichte da am anderen Ort, die führt übrigens dann auch zu einem Rekurs, der, glaube ich, immer noch am Laufen ist und das nach 5 Jahren. Gut,
Weiter geht es auch darum, dass wir Arbeit einsparen, Zeit einsparen. Wenn wir solche Vorlagen haben, können wir das Ganze vereinfachen. Wir müssen nicht jedes Mal alles neu machen. Und ein wichtiger Punkt, der oft möglich ist, nicht in jedem Tool, aber sicher in vielen Tools, ich kann die Ausschreibung simulieren, ich kann durchgehen, ich kann schauen, ob meine Gewichtungen korrekt sind, ob meine Fragen klar sind, ob die Antworten das Gewünschte machen. Gehen wir in den Kernprozess rein, der ist mal quasi etwas allgemeingültig. Die Geschichte beginnt hier bei der Ausschreibung. Ich erstelle Ausschreibungsunterlagen, ich mache ein Pflichtenheft, ich definiere die Kriterien. Da werden wir später noch etwas mehr reinsehen. Ich mache ein Pflichtenheft und ich publiziere es. Sei es bei CMAP oder sei es auf anderen Plattformen oder im Einladungsverfahren, dass ich die Anbieter direkt anschreibe. Dann kommt der Lieferant ins Spiel. Er gibt das Angebot ein, dank dem, dass wir sie eigentlich strukturiert haben. In der Startphase ist klar, wie der Lieferant antworten will und ich erhalte eben diese Vergleichbarkeit. Ich kann auch Zertifikate verlangen, da werden wir später nochmals darauf zurückkommen. Ich kann beispielsweise ein ISO-Zertifikat verlangen, eine Kopie per PDF und das kann man mir dann zurückschicken. Wenn das Angebot fertig ist, kommt der nächste Schritt. Ich lasse es beurteilen. Typischerweise kommen dort die Fachspezialisten zum Zug. Wenn ich mehrere Bewerter, was ich empfehle, weil oftmals ist man nicht ganz einig, habe, dann muss ich noch konsolidieren und dann habe ich eigentlich den Vergabeentscheid schon gemacht. Zumindest, wenn ich meinem elektronischen Tool trauen will. Dann kommen wir in die letzte Phase, das ist die Vergabe. Dort haben wir viele Dokumente. Dort haben wir ein großes Potenzial für Einsparungen, wo wir Sachen automatisieren können, seien es Zuschlagsverfügungen, seien es Absagen, sei es Projektreviews und weitere Sachen. Wenn wir in der Anfangsphase sind und das Kernelement vieler Tools ist, man hat so einen Kriterienbaum. Man hat den Beschaffungsgegenstand, wo ich die Parameter eingebe, die sind. Ich breche das auf, mache mir so Unterkapitel, mache Eignungskriterien, mache Zuschlagskriterien, technische Spezifikationen und die verfeinere ich und mache Einzelkriterien. Und in dem Prozess definiere ich auch, was der Lieferant mir dann antworten soll. Soll er eine Zahl eingeben oder soll er einen Text schreiben oder soll er ein Konzept schicken oder soll er einen Preis setzen? Wenn ich das hier in dieser Phase mache, am Anfang, kann ich das definieren und erhalte dann eben die vergleichbaren Angebote. Das ist die Grundstruktur. Und jetzt möchte ich zeigen, wie wir das dann eben auf Losen machen. Warum Lose und warum packe ich in diese Grundstruktur, die ich vorhin hatte, die Lose nicht rein? Ja, Lose machen wir aus verschiedenen Gründen. Es können fachliche Sachen sein. Ich baue ein Schulhaus, dann habe ich einen Spengler, dann habe ich Spenglerarbeiten, dann habe ich Elektrikerarbeiten und so weiter und so fort. Und ich denke, jede und jede hier in diesem Raum würde das nicht als Gesamtprojekt ausschreiben und einen Anbieter wollen, sondern hätte lieber die Elektrospezialisten in der Elektrik und die Spenglerarbeiten bei den Spenglern. Also eine fachliche Aufteilung. Es kann aber auch sein, dass ich aus Komplexitätsgründen aufteile in Lose. KMU eine Chance geben, wobei da man je nachdem ins Glatteis raus, eine KMU-Förderung ist zumindest nicht explizit erwünscht, aber ich kann den KMUs Chancen geben, mitzumachen. Wenn ich ein Gesamtprojekt habe mit einem bestimmten Umfang, werden kleinere KMUs gerne ausgeschlossen. Ich kann auch mit losen Abhängigkeiten reduzieren und ich kann auch Klumpenrisiken minimieren. Der Prozess selbst ist eigentlich, haben wir den Kernprozess, wie wir ihn am Anfang gesehen haben, und er wiederholt sich für jedes Los. Was ich aber jetzt haben muss als neues Element, ich muss die Klammer haben und das ist das Gesamtprojekt.
Und mit dieser Klammer habe ich eigentlich ein Gesamtprojekt und kann die einzelnen Kernprozesse einzeln starten und durchlaufen lassen. In der Struktur, im Baum drin, wird es genau gleich abgebildet. Wir haben jetzt ein neues Element, das ist der Gesamtprozess. Dann haben wir die Lose und dann haben wir die Kriterien. Und dann läuft es eigentlich im alten Spiel ab, wie der Kernprozess ist. Etwas, was ich habe, wenn ich jetzt Lose so abbilde, ich kann auch gewisse Sachen, die für alle Anbieter gleich sind, nach vorne lagern. Und nehme ich die Eignungskriterien, beispielsweise irgendeinen Betreibungsregisterauszug, Lohngleichheit und so weiter, dann könnte ich das gleich zu Beginn machen. Das ist dann besonders sinnvoll, wenn die Anbieter sich für mehrere Lose melden können. Dann müssen sie nicht für jedes Los die Eignungskriterien erfüllen, sondern können das zentral machen. Hier kurz eine Zusammenfassung. Der Ursprungsprozess für eine einfache Beschaffung hat ein Element und da baue ich dann meinen Kriterienbaum auf und lege das ab. Wenn ich in die Lose gehe, dann habe ich ein neues Element, das ist der Gesamtprozess und dann habe ich die weiteren Teilkriterien, die ich mache. Aber von da an läuft es eigentlich wie gehabt. Gehen wir zu den Minitender rüber. Die Minitender werden im Prinzip eine ähnliche Struktur haben. Jedoch sind Minitender immer ein zweistufiges Verfahren, weil ich einen Rahmenvertrag mache. Das ist die Basis der Zusammenarbeit mit den Anbietern. Die Grundidee ist wiederkehrende Beschaffungen, zum Beispiel Rekrutierung von externem Personal oder so, vereinfacht zu machen. Und ich möchte auch nicht zum Anfang gleich sagen, was ich alles brauche. IT-Projekte sind komplex, da kann es gut sein, dass ich plötzlich Verstärkung brauche. Und die möchte ich möglichst einfach ordnen können, ohne dass ich ein ganzes Verfahren starte, das mehrere Monate dauert, sondern ich möchte schnell bestellen, quasi auf Knopfdruck einen Vertrag abschließen. Vorteile von diesen Minitendern ist einerseits auf der ausschreibenden Stelle, ich bin nicht verpflichtet, die Leistung wirklich zu beziehen. Ich mache eine Absichtserklärung mit dem Rahmenvertrag und kann dann bei Bedarf nachbestellen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch das Gegenrecht auf Anbieterseite. Ich kann ihn nicht zwingen, die Arbeit zu machen. Wenn er keine Kapazitäten hat, dann kommt ein weiterer Lieferant zum Zug. Da werde ich noch kurz darauf eingehen, auf wie das genau funktioniert. Gut. Wichtig eben bei Minitendern, wir wollen schnell entscheiden, wir wollen eigentlich die Auswahl wollen wir am Anfang machen und danach nach dem Rahmenvertrag wollen wir schnell vorwärts gehen. Hier habe ich das noch grafisch dargestellt. Also wir machen einen Rahmenvertrag oder es können mehrere Teilverträge sein, die eine ähnliche Struktur haben. Mach ein offenes Verfahren, lass die Lieferanten gegeneinander antreten, habe Eignungskriterien, technische Spezifikationen, Zuschlagskriterien und so weiter. Am Schluss habe ich eine Shortlist. Mit der Shortlist mache ich meinen Rahmenvertrag und von dem Moment an kann ich diese Minitender abrufen. Ja, in der Praxis, ich habe im Vorfeld zu diesem Referat mit einigen Kunden gesprochen, gefragt, ja, wie machen Sie das jetzt genau mit den Minitendern, wie sieht das aus? Die Geschichte mit dem Rahmenvertrag, die ist eigentlich überall klar. Also das zweistufige Verfahren haben wir dort. Jedoch, wie dann die Ausführung bei der Bestellung ist, die funktioniert verschieden. Und eine digitale Variante, welche sogar eine kleine Ausschreibung beinhaltet, ist der erste Punkt auf dem Slide. Ich starte ein Einladungsverfahren und da habe ich ein Kriterium, das erfüllt werden muss, eins oder ein paar. Also ich mache eine kleine Ausschreibung, so wie der Name es sagt, ein Minitender.
und schickt ihn meinen Lieferanten zu, respektive ich gebe ihnen einfach den Link, dass sie sich anmelden können im System und darauf zugreifen können. Und dann erhält das wirtschaftlich günstigste Angebot den Zuschlag. Eine Gefahr dieses Systems ist aber, dass man da etwas versteckt Verhandlungen macht, weil es wird nochmals über den Preis verhandelt. Aber vom Ansatz her, das ist alles digitalisiert, wir haben den ganzen Entscheidprozess, also mir persönlich gefällt diese Variante sicher gut. Dann gibt es die andere, einen sehr pragmatischen Ansatz, ich nehme immer beim Minitender vorneweg der Beste, der den Rahmenvertrag als Bester abgeschnitten hat und vergebe ihm. Und wenn er die Kapazitäten nicht hat, gebe ich es dem Zweitbesten, dem Drittbesten und so weiter. Und eine ganz spannende Variante habe ich auch angetroffen. Das heißt, wir machen einen Rahmenvertrag, eine offene Ausschreibung, aber danach vergibt die Vergabestelle freihändig. Das fand ich eine interessante Möglichkeit. Aber die zu beurteilen, überlasse ich lieber den Juristen. Gut, kurzes Zwischenfazit. Lose wie auch Minitender können im Kernprozess in diesem Modell angebaut werden. Wir können dies erweitern. Grundsatz ist eigentlich, dass wir eine zusätzliche Hierarchiestufe einbauen und von dem Moment an können wir die Sachen machen. Die Umsetzung, wie ich vorhin gesagt habe, wie aber dann die Vergaben laufen, ist beim Minitender verschieden. Wahrscheinlich gibt es mehr als diese drei Varianten. Wenn Sie noch eine kennen, wäre ich gespannt, die zu hören. Aber machen wir uns den Ausblick. Es geht ja weiter und es gibt hier verschiedene Punkte. Es gibt Wünsche, die ich an CMAP habe. Aber es gibt noch andere Gebiete, wo man will. Grundsätzlich kann man mal sagen, dass Vergabemanagementsysteme sich mehr integrieren müssen in die ganze Prozesslandschaft, dass Datenströme vor und nach der Vergabe schon laufen, mit dem System kommunizieren und dass wir da nicht Medienbrüche haben. Aber gehen wir rasch rein. Ich habe an CMAP ein paar Wünsche. Sie bauen ja die Plattform neu. Im Mai sollten, heute erfahren wir vielleicht was von Herrn Fischer, wie das aussieht. Ich möchte gerne ein paar Schnittstellen haben. Und ich möchte beispielsweise, dass man Ausschreibungen im Vergabemanagementsystem direkt machen kann. Da kann ich eine Unterstützung machen. Da habe ich dann später die Daten und ich möchte sie auf Knopfdruck CMAP zuschicken. Bedingt einfach, dass ich dort eine offene Schnittstelle habe. Oder das Frageforum, ein sicher gutes Ding, aber das Problem ist, wenn ich das Frageforum bei CMAP nutze, dann habe ich es nicht bei mir in der Dokumentation. Ich möchte ja meinen Beschaffungsvorgang archivieren. Das heißt, ich möchte diese Daten aus dem Forum, Frageforum auch bei mir haben. Auch da hätte ich eigentlich ganz gerne eine Schnittstelle. Ob die bidirektional ist oder wie gelöst ist, spielt mir eigentlich keine Rolle. Und auch bei den Zuschlagsverfügungen und so weiter ist Potenzial für Schnittstellen. Ich bin gespannt, was uns CMAP da anbietet. Eine andere Geschichte ist Vereinfachung. Ich denke, die Vergabe ist ein komplexer Prozess, aber nicht jede Ausschreibung ist komplex. Und eine Vereinfachung wäre wünschenswert, dass man ein Wizard beispielsweise zur Verfügung stellt, sodass man sich nicht ins Tool einarbeiten muss, dass man einen Assistenten hat, der einen durchbegleitet. Oder, was ein ganz wichtiger Teil ist, ja, sind Verträge, weil nach einer Beschaffung mache ich einen Vertrag mit einem Anbieter. Ich habe ja alle Parameter, oder nicht alle, aber sehr viele habe ich ja schon in meinem Beschaffungskriterienbaum drin gehabt. Und diese Daten möchte ich ja rausholen. Und eine Verknüpfung mit einem Vertragsmanagementsystem könnte mir dann helfen, dass ich eigentlich diese Daten rübernehme. Und wenn ich die Idee weiterspinne, dann könnte ich auch
Lifecycle-Management drin verknüpfen. Wenn ich Revisionsintervalle zugesichert bekomme von meinem Anbieter, dann könnte ich die dann in einem LCM-System direkt abrufen lassen. Ja, Wünsche sind viele da, die man machen könnte. Ich muss dann beim Verwaltungsrat anklopfen, dass wir sie auch realisieren können. Aber ich zeige es auf. Oder Einbindung, ERP-Systeme und so weiter. Ich denke, ich habe genug der Wünsche gemacht und einen kleinen Ausblick, wohin die Reise gehen könnte. Jo. Herzlichen Dank, Herr Engeler, für diesen Einblick in die sehr konkrete Prozessunterstützung beim Beschaffen und insbesondere auch den Einblick in die interessanten Praxen der Mini-Tender-Umsetzung. Das überstieg eigentlich meine Fantasie. Wir hatten da noch nicht daran gedacht, aber offensichtlich kann man das sehr unterschiedlich auslegen. Sind Fragen? Hans-Rudi, du kriegst das Mikrofon. Vielen Dank, Herr Engeler, für Ihre Ausführungen. Sie haben mich etwas provoziert mit Ihrer Schnittstellenthematik am Schluss. Okay. Wäre es nicht sinnvoller, anstatt noch weitere Schnittstellen zu noch weiteren Applikationen zu bauen, das Behandeln der Mini-Tenders direkt in eine weiteren Release von CIMAP einzubauen? Weil die Beschaffung über Rahmenverträge ist ja heute der Standard, praktisch bei allen öffentlichen Verwaltungen. Mini-Tenders sind heute Standardprozessabläufe und gehörten eigentlich aus unserer Sicht, und da spreche ich auch für den Dachverband Swico, in ein modernes Beschaffungssystem. Ja, jetzt stellt sich die Frage, wohin CIMAP sich positioniert. Es ist der Vergabeentscheid, der Vergabeprozess effektiv eine Aufgabe von CIMAP. CIMAP als Plattform beispielsweise finde ich großartig. Wenn ich das mit Deutschland vergleiche, wo ich zig Plattformen irgendwie überwachen muss, dann haben wir mit CIMAP die ganze Geschichte sicher da. Aber ich habe natürlich nicht gern, dass ich einen neuen Konkurrenten im Haus drin habe in der ganzen Vergabegeschichte. Das Vergabemanagement kennt ja Anbieter, und deshalb bin ich da etwas zurückhaltend, was ich CIMAP übergeben will. Eigentlich möchte ich die Rahmenverträge auch bei mir halten. Wichtig für CIMAP sind ja nur die Kenndaten für die Vergabe. Für den Vergabeentscheid. Den muss ich darlegen können, das ist klar. Aber alle anderen vertraglichen Regelungen, die sind ja eigentlich nicht bei CIMAP. Wir sind ja in einer Beschaffungskonferenz, in dem Sinne eine kleine Auskunft auf die Frage hin bezüglich der Beschaffungssituation. Soviel ich weiß, ist in Beschaffungsgegenstand von CIMAP das Mini-Tender-Verfahren dabei. Wann und wie es überhaupt realisiert werden wird, hören wir möglicherweise heute Nachmittag. Und ich darf Thomas übergeben. Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Das war ja sozusagen die Fortsetzung von Themen, die ich nur anskizziert habe. Bei uns nennen wir das Pools, wenn der Preis nicht neu verhandelt wird, sondern nur einfach gefragt wird, wer kann die Leistung erbringen. Und beim Tender können wir weitere Parameter hinterlegen. Genau. Aber wir orientieren uns natürlich nicht nur an der öffentlichen Beschaffung, sondern an der Beschaffung von jedweglichem Unternehmen, das vielleicht nicht ganz so eingeschränkt ist. Meine Frage ist, dürfen die Preise hochgehen in Ihrem Modell in der öffentlichen Beschaffung? Also das ist für mich schon noch ein entscheidender Punkt, dass man dort wirklich den Markt kurzfristig spielen lassen kann. Oder ist das im öffentlichen Beschaffungswesen verboten? Diese Frage hatte ich auch gestellt, als mir dieses Modell vorgestellt wurde. Und da hieß es, nein, der Preis, also der Maximalpreis, der ist festgelegt im Rahmenvertrag. Aber wir sagen nicht nein, wenn er tiefer ist. Und deshalb habe ich auch gesagt, das sind versteckte Verhandlungen. Ja, ja, ist so. Ein kleiner Input dazu von Guido Eicher. Also es gilt nur für den Bund. Wenn man eine WTO-Ausschreibung macht, ist der Preis ein ganz wesentlicher Teil. Darum muss der
Preis als Höchstpreis gesetzt sein. Im Minitender darf er dann gleich oder tiefer sein. Es ist nicht das Modell, wie Sie eben auch erklärt haben, Angebot und Nachfrage, wo da noch mitspielt manchmal, unabhängig von Qualität. Zwingend Höchstpreis. Guido Eicher ist Beschaffungskoordinator im ISB, deshalb habe ich ihn auch angesprochen. Er führt natürlich nur saubere Minitender-Verfahren durch. Einfach eine Ergänzung aus Dienstleistungserbringersicht. Sobald wir natürlich dann im Fixpreisumfeld sind und Werkverträge im Minitender haben, spielt dann der Markt wieder mehr. Jetzt sind wir wirklich im Dialogverfahren. Auch das ist ein Beschaffungsverfahren. Weitere Punkte? Das scheint nicht der Fall zu sein. Und wir können also jetzt den Düften, die unter der Tür hereinkommen, näher kommen. Ich möchte den drei Referenten ganz herzlich danken. Offensichtlich auf großes Interesse gestoßen. Ich habe niemanden einschlafen sehen. Und das hat nichts mit dem Essen zu tun. Herzlichen Dank euch, dass ihr so dabei wart. Danke.